So saht ihr also die proletarische Mutter den Weg gehen, langen, gewundenen Weg ihrer Klasse. Saht, wie zuerst ihr der Pfennig fehlt am Lohn ihres Sohnes, sie kann ihm seine Suppe nicht schmackhaft kochen. So verwickelt sie sich in einen Kampf mit ihm, fürchtet ihn zu verlieren. Dann hilft sie ihm widerwillig bei seinem Kampf um den Pfennig, ständig befürchtend, ihn nun im Kampf zu verlieren. Langsam folgt sie dem Sohn in das Dickicht der Lohnkämpfe. Dabei lernt sie lesen, verlässt ihre Hütte, betreut noch andere als den Sohn, doch in gleicher Lage befindliche, gegen die sie einstmals kämpfte um ihren Sohn. Nun kämpft sie mit ihnen. So beginnen die Wände zu fallen um ihren Herd, ihr Tisch beherbergt mancher andern Muttersohn. Zum Versammlungsraum wird die Hütte, die einmal für zwei zu klein war. Aber den Sohn sieht sie nur selten. Der Kampf entführt ihn ihr. Und sie selber steht im Gedränge der Kämpfenden. Das Gespräch zwischen dem Sohn und der Mutter wird zum Zuruf während der Schlacht. Am Ende fällt der Sohn. Nicht mehr möglich war es, ihm die Suppe zu schaffen, auf dem einzigen Weg, den es gab. Aber nun steht sie schon im dichtesten Getümmel der unaufhörlichen, riesigen Klassenschlacht. Immer noch Mutter, mehr noch Mutter jetzt, vieler gefallenen Mutter, kämpfender Mutter, ungeborener Mutter, räumt sie jetzt im Staatswesen auf. Gibt den Herrschenden Steine in das erpresste Mahl, reinigt Waffen, lehrt ihre vielen Söhne und Töchter die Sprache des Kampfes gegen den Krieg und die Ausbeutung, Mitglied einer Heeresmacht über den ganzen Planeten, Verfolgte und Verfolgerin, nicht geduldete und unduldsame, geschlagene und unerbittliche.